XRP wird bald 3 Dollar sein. Falls das passiert, wisst ihr, dass wir die 30 Dollar anpeilen. Dann sieht man, dass genau das gleiche passiert wie 2017. Puff. Boah. Nichts lieber als das, aber nur weil wir die 3 Dollar erreichen, wie kommst du dann darauf, dass wir dann auf einmal eine Verzehnfachung von da aus raushauen? Und vor allem, was sollte dafür sorgen? XRP, gehen wir mal da drauf. Verstehe mich nicht falsch, ne? Ihr wisst ganz genau, mein größtes Investment privat liegt bei 70% bei XRP. Also ich hätte nichts lieber als das, was du da erzählst, ne? Aber wie kommst du da drauf? Gehen wir mal einfach mal von der stumpfsten, wenn wir einfach nur die FIPS ziehen, ganz stumpf, dann kommen wir gerade mal auf 16 Dollar, auf den höchsten Punkt. Wie kommst du da auf 32? Oder 30, 32, wie kommt man da hin? Muss man das Ding dann komplett nach oben gezogen haben, irgendwie? Was weiß ich, diesen Preistarget sich hier genommen haben, wo sind wir dann? Ja, dann landen wir bei 32 ungefähr. Wenn wir das jetzt als absoluten Tiefpunkt hier nehmen würden, ne, was wir gerade bilden, aber mit wie könnten wir das begründen? Eigentlich nichts. Ich würde eher sagen, das, das und das könnte man, wenn dann als Preistarget nehmen, diesen tieferen Bereich hier. Da müsste man sogar ein bisschen weiter runtergehen damit. Wo wären wir dann? Ja, dann wären wir bei 11, 10 Dollar so um den Dreh herum. Schwer, ich sehe es einfach nicht. Vielleicht, was sagen uns die FIPS, wenn wir das einfach hier ziehen? Ich glaube, da kommen wir auch noch lange nicht dahin. Wo sind wir da? Da sind wir gerade mal bei 6 Dollar, wenn wir das machen würden. Nehmen wir das als absoluten Tiefpunkt einmal hier in diesem Bereich. Wo würden wir da landen? 28 Dollar kommt man auch ungefähr auf 30 hin. Sehe ich einfach nicht. Du vermutest wahrscheinlich, wenn man hier die FIPS gezogen hat und dort die Tiefpunkte einfach mal ebnet, dann kommen wir gerade mal, also hier, diesen Bereich hier, dann kommen wir auf den All-Time High, aber dann nehmen wir ja den nicht mal als absoluten Tiefpunkt. Würden wir das jetzt hier machen und nehmen diese oberen Bereiche hier, wo kommen wir da hin? Da kommen wir gerade mal bei 21 hin. Wenn wir das gleiche machen würden wie hier. Ich weiß nicht, mein Lieber. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Keine Ahnung.